So Leute, moin moin, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier. Ihr habt das Unboxing von der Xbox gesehen und ich habe da schon über den Controller gemeckert, in Anführungsstrichen, weil ich finde den ja eigentlich ziemlich nice, ja, den normalen Xbox-Controller. Eigentlich ganz geil, aber ist nicht das, was ich so gewöhnt bin, sagen wir mal so, ja. Also für einen Standard-Controller, Bombe auf jeden Fall. Aber ich habe mir jetzt mal einen neuen gekauft, deswegen haben wir auch hier ein schönes Amazon-Paket heute angekommen. Freue mich mega, ich bin echt gespannt jetzt, wie das aussieht. Ich wollte mir eigentlich für die Xbox den Series 2 Elite Controller holen. Ne? Also ich hatte schon mal den Series 1, habe ich schon in der Hand gehabt. Und der Series 2, da hat sich ja jetzt nicht wirklich viel verändert. Die Grundform ist ja so mäßig gleich. Kann sein, dass die Gummierung oder Rutschmoped da, dass das irgendwie anders geworden ist. Und was anders ist, die Paddles hinten sind wohl kürzer geworden. Aber ansonsten, das Grundding ist ja an sich gleich. Und ich fand den Controller, den Series 1, mega nice. Übelst geiles Teil auf jeden Fall. Aber ich wollte einfach mal Razer eine neue Chance geben. Ja? Und zwar habe ich früher den Razer Reitschuh gehabt. Ich habe den bis heute nicht weggeschmissen. Der ist, irgendwas funktionierte da nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was da kaputt war, keine Ahnung. So, das hier ist der Razer Reitschuh. Ja, das ist für PlayStation natürlich. Ne? Ich habe ja auch erst eine Xbox seit, ja, weiß jetzt gar nicht mehr, ein paar Wochen oder so, ne? Das ist der Razer Reitschuh und von hinten kann man auch schon sehen, bei der Gummierung, bei dem blauen hier, da ist schon ein bisschen was abgefleddert, ne? Auf jeden Fall ist das aber an sich ein Bombencontroller. Wenn der nicht kaputt gegangen wäre, dann würde ich den heute noch benutzen. Ich habe auch tatsächlich versucht, den nochmal neu zu bestellen, war aber nirgendwo mehr verfügbar, weil Razer hatte schon einen neuen auf den Markt gebracht, den Ultimate, hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Und da ich ja jetzt Xbox spiele, habe ich mal geschaut, was hat Razer denn für Xbox im Angebot? Und die haben tatsächlich was Nices im Angebot. Und zwar jetzt auch ziemlich neu, so ein, wie heißt der nochmal? Wolverine V2. Den gibt es schon länger, aber jetzt neu ist der Chroma. Da haben die ein paar Änderungen gemacht und der hat auch so eine LED-Beleuchtung da, ne? Und den haben wir jetzt hier. Packen wir jetzt mal aus. Erstmal das Mikrofon hier ein bisschen woanders hinschieben. Wo packe ich das denn hin, Alter? Oder wir machen das hier so. Machen wir einfach so im Sitzen, ganz entspannt. Ich weiß wieder nicht, was das Handy da filmt, keine Ahnung. Ich hoffe mal, ich konnte irgendwas erkennen, ne? So, so ein richtig geiles Unboxing-Messer brauche ich gefühlt auch mal bald, oder? Das ist übrigens hier der neue Kanal, ne? Zocker Unboxing. Ich packe jetzt hier immer irgendwelche Sachen aus. Na, eigentlich nicht. Aber irgendwie schon, weil es gehört auch irgendwie zu meinem Leben dazu. Und sowas feiere ich auch einfach, ne? Und ich finde es nice, wenn ich mir das auch einfach selber später nochmal anschauen kann. So, guck mal hier, da habe ich einen Controller bekommen. So begeistert war ich davon oder auch eben nicht. So, jetzt können wir schon mal... Könnt ihr da die Packung eigentlich sehen? Ich weiß es nicht, könnt ihr es sehen? Wir sehen die hier von unten auf jeden Fall. Mal gucken, ist da noch irgendwas drin hier? Nö. So. Aha. So, da haben wir schon mal die Verpackung. Jetzt zeige ich euch die mal kurz in die gute Kamera hier. Auch wieder Razer, typisch. Das feiere ich auch einfach hier. Qualität, ja. Guck mal hier. Am Karton so ein Seil. Richtig aus Stoff. Das ist schon mal... Bruder. Razer. Richtig nice. Wolverine V2 Chroma heißt er. Das, was am Controller jetzt gerade grün leuchtet, das ist das, was dann später so leuchtet, wie ihr Bock habt. Von mir aus auch in irgendwelchen Rainbow-Farben. Kann man, glaube ich, auch machen. Und das Coole ist, man kann anscheinend sich eine App direkt für die Xbox runterladen, wie so ein, ja, irgendeine App halt, von Razer, wo man den Controller direkt an der Xbox einstellen kann. Das ist mega nice, das gibt es auch nur bei Xbox, an PlayStation ist das nicht möglich, weil Drittanbieter-Software da nicht so gut funktioniert. Und das Xbox ist halt von Microsoft und Programme auf Microsoft versteht es von selber, ist ein bisschen einfacher. Deswegen gibt es hier direkt eine Software, die ihr euch da runterladen könnt. Da würden wir auch mal später nochmal gucken, wie das funktioniert. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die App überhaupt heißt. Ich hoffe, dass nämlich jetzt hier irgendwas drin steht. Weil das Coole an dem Razer Reitschuh Controller, den ich euch gerade gezeigt habe, ist nämlich einfach, dass der mechanische Tasten hat. Und das habe ich bei Razer immer richtig gefeiert. Ne? Das werden wir uns gleich nochmal anhören. Wir machen gleich so einen kleinen Soundcheck hier. Das bin ich erstmal gespannt, wie die hier sind. Ich zeig das nochmal eben in die Kamera hier, könnt ihr das besser sehen. Ich hoffe, der plupst jetzt hier nicht gleich raus. Zack. Uah. So sieht der aus. So ist es hier verpackt. Sieht schon mal richtig cool aus. Das erste, was mir direkt auffällt, nicht negativ, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn wie früher bei Razer üblich so eine Tasche dabei wäre, weil ich habe die tatsächlich gut benutzt.
wenn ich zum Kollege gefahren bin, alles rein, ne? So, das ist jetzt der Controller hier. Okay. Erster Griff. Der Griff gefällt mir. Das liegt echt gut. Die haben nämlich hier, ich weiß nicht, wie das sehen kann, die haben hier oben haben die was verändert. Bei dem Wolverine V2, bei dem Vorgänger, war das hier etwas weiter nach unten. Und jetzt kann man hier richtig weiter nach oben reingreifen. Das heißt, der Abstand zwischen eurem Finger und der Taste hier oder halt dem Stick, der ist geringer geworden. Und das fühlt sich wirklich nice an. Ich hatte jetzt den alten nicht. Oh, die Pedals hinten. Oh mein Gott, die Pedals. Die Pedals sind perfekt. Ich zeige euch erstmal nochmal kurz den Controller hier. So, so sieht der Controller aus. Das zeige ich den lieber mal jetzt, bevor wir den gleich noch hier schon benutzt haben. Dann sieht er schon wieder schmuddelig aus, ne? Ist auf jeden Fall... Das Ding ist, deswegen war ich auch sehr skeptisch beim Kauf, der sieht richtig klobig aus, ne Leute, seid ehrlich, der sieht absolut unergonomisch aus, sein Urgroßvater, ne. Wenn man jetzt mal zum Vergleich, einfach nur mal so aus einer anderen Welt hier, den PS5-Controller daneben hält, dann sieht der PS5-Controller ja wohl wesentlich ergonomischer und nicht so fett aus, ne. Auch hier unten vor allem, wo man sich ja eigentlich festhält, da ist halt, sieht halt sehr kurz aus, ne. Aber ich sag's euch so, wie es ist. Es fühlt sich komplett anders an. Hier, ja, gut, dass man merkt, das ist ein bisschen länger, aber tatsächlich ist der Griff hier schlechter, das merke ich direkt. Du hast hier einen ganz anderen Griff. Weil, ich kann es auch ein bisschen sehen, genau diese Aussparung hier macht nämlich den Unterschied. Das geht nämlich hier so weit rein, dass ihr, wo das Dicke hier ist, ja, hier könnt ihr richtig euren Handballen perfekt reinlegen und dann optimal den Controller festhalten. Das ist wirklich gut gemacht. Das liegt super. Das liegt super in der Hand, das Ding. Und auch mit der Gummierung hier nice, ne? Scheint eine richtig robuste Gummierung zu sein. Ziemlich nice. Auch nicht einfach nur Gummi, sondern wirklich so ein bisschen geriffelt. Zieht sich auch so ein bisschen bis nach hinten durch. Ihr könnt hier hinten auch nochmal die Pedals sehen. Das sind tatsächlich jetzt sogar mehr geworden, weil jetzt haben wir nicht nur zwei Pedals hier, sondern auch hier oben zusätzlich nochmal zwei Pedals. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich vier Pedals auf der Rückseite. Vorher beim Razer Raichu, da waren das nur zwei. So, jetzt haben wir vier und ihr seht auch, die sind weiter in die Mitte gewandert. Ich finde beides super. Muss ich ehrlich sagen, ich finde das hier klasse, weil ich kenne das ja schon auch, ne? Aber ich finde das hier auch geil. Logischerweise sollte man eigentlich seinen Controller so festhalten, dass man die hier bedienen kann, aber ich bin irgendwie, da bin ich anscheinend behindert oder so, keine Ahnung, weil ich halte meinen Controller immer so und ich benutze nur den Zeigefinger für alle Tasten hier oben. Aber egal, und hier hinten, ihr seht, man ist mit dem, was ist das hier für ein Finger? Ist das der Mittelfinger schon oder der Ringfinger? Keine Ahnung. Auf jeden Fall seid ihr da sehr nah dran und hier, wenn wir jetzt in einem Autospiel sind, mal eben hochschalten, zack, zack. Ihr seht, man kann die Taste auch gar nicht weit reindrücken. Das ist mega geil. Also der Auslösepunkt, der ist wirklich ganz, 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 ganz kurz. Man kann das gar nicht richtig sehen. Es sieht so aus, als würde ich gar nicht drauf drücken. Das ist wirklich perfekt. Das ist sogar noch ein kürzerer Druckpunkt als bei den Tasten hier oben. Jetzt muss ich mal selber kurz hören, wie die sich anhören hier. Oder, also das gefällt mir jetzt echt schon mega gut, ne? Hätte ich nicht gedacht. Trigger-Stops haben wir natürlich auch. Kommt mir jetzt vor, als würde ich hier so ein Review machen, aber ich will euch einfach mal zeigen, was das Ding so kann hier. Hier oben können wir den Schieberegler einschalten. Zack, haben wir den Trigger gestoppt. Können wir den zurückschalten, wieder freigegeben. Ganz einfach. Und was hier cool ist, was sonst auch, glaube ich, keinen Controller hat, ihr habt hier noch eine zusätzliche Taste. Hier, frei belegbar. Und die habe ich früher bei dem Razer immer benutzt. Ich habe gar nicht die Tasten hier oben verwendet, weil die hier oben, ihr seht, die sind auch sehr von dem Weg, den man drückt, besser geworden. Beim Reitschuh waren die oben, war der Wegpunkt länger. Deswegen habe ich die immer benutzt. Bei Call of Duty zum Beispiel. Bruder, Leute, ich sage euch, bei Call of Duty ist das echt krank, ne? Also wenn ihr mit denen, wie ist das denn normalerweise? Also normalerweise die Grundeinstellung ist, glaube ich, ich rede jetzt mal im PlayStation-Format, L2 ist Zielen. Und R2, also der untere, der lange Hebel, ist Schießen. Das ist natürlich sehr schlecht. Vernünftige Leute spielen das mit L1 und R1.
Aber bei den meisten Controllern sind die L1, R1-Tasten oben auch sehr lang vom Weg, ne? Das heißt, bis ihr die mal durchgedrückt habt und der Befehl ausgelöst wird, seid ihr vielleicht schon tot. So, deswegen habe ich nämlich immer diese M1-Tasten benutzt, M1, M2, welche auch immer das jetzt hier sind. Ja, M1, M2, weil die sind vom Punkt absolut krass. Ihr seht auch wieder nicht richtig, wie ich die reindrücke, ne? Der Weg ist echt heftig. Der Weg ist kürzer wie bei so, wie bei den Tasten hier oben, ne? Obwohl die ja auch schon echt krass kurz sind. Wow, das fühlt sich echt gut an. Oh mein Gott. Darüber habe ich mich ja auch bei dem Xbox-Controller beschwert, ne? Weil das ist wirklich kacke bei dem Xbox-Controller. Dieses Steuerkreuz hier, das ist der letzte Dreck. Ich habe noch nie so ein schlechtes Steuerkreuz in der Hand gehabt. Sag ich euch ganz ehrlich. Der Rest vom Controller gefällt mir mega. Aber das hier, der Druckpunkt und wie das hier so, das wackelt so hin und her, irgendwie, das ist keine, ist nicht richtig stabil, irgendwie ganz komisch, ne? Und das drückt sich wie so ein Kindergartenspielzeug. Und was mir jetzt gerade auffällt, was ich nicht wusste, das Steuerkreuz hat einfach mechanische Tasten. Das Steuerkreuz ist auch mechanisch. Man hört das sogar. Also, wir können ja mal kurz einen Vergleich machen. Wir machen einfach mal das Steuerkreuz, ja? Ich zeige euch jetzt mal das Steuerkreuz vom Sound von einem normalen Controller, wenn wir das Mikrofon, wenn es das einfangen kann. Und jetzt mal von dem Razer hier. Achtung. Man kann auch so schnell drücken damit, ne? Ich versuche mal schneller zu drücken. Also eine mechanische, es geht nichts über eine mechanische Taste, das ist echt krank. Wir hören uns mal, wir fangen mal vorne an, wir hören uns mal den Sound an vom PS5-Controller. Der macht nämlich fast gar keinen Klang. Das ist ein ganz butterweiches Reindrücken, fühlt sich irgendwie schön an. Es muss sich aber beim Zocken nicht schön anfühlen, also nicht weich anfühlen, sondern es muss funktionieren und das schnell. Und das tut der nämlich überhaupt nicht. Da musst du 10 Jahre reindrücken, das Ding. Achtung. Xbox-Controller. Ja, jetzt hört man vielleicht sogar auch, dass man die Taste noch weiter reindrücken muss. Also bis da mal was passiert, da ist ja wirklich schon Weihnachten wieder, ne? Und die klappern auch ganz komisch. Nicht so nice. Aber es ist halt ein Standard-Controller. Oh. Die Dinger hier kann man austauschen. Direkt in der Hand gehabt. Zu fest, so lange gezogen. Wie hält denn das hier überhaupt? Ist das magnetisch oder was? Sehr gut. Das hält echt magnetisch hier drin. Krass. Und diese Steuerkreuz, das ist gerade für das Geilste einfach, ne? Die Sticks sind auch super, da sind aber noch andere Sticks, wahrscheinlich. Die Mehrzahl von Stick ist Sticks, was ihr noch nicht wusstet. Und zwar haben wir einmal einen kurzen, der ist nach außen abgerundet. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt konkav und konvex heißt, keine Ahnung, was der Unterschied war. Auf jeden Fall, einer ist konkav, der andere ist konvex. Einer ist kurz, einer ist länger. Die halten hier, wie gesagt, einfach so magnetisch, ganz easy. Halten ab. Und jetzt haben wir den längeren hier. Zack. Jetzt sieht man eindeutig, der ist ein längerer drauf, ne? Der will schon von selber hier dran. Der Magnet ist echt, Bruder. Das hält einfach so. Nice. Also das liegt sehr gut in der Hand. Ich würde sagen, für ein Unboxing-Video reicht erstmal, war schon wieder lang genug. Ich will das Ding nochmal einrichten, einstellen. Und ja, da muss ich noch die App runterladen und so. Das wird bestimmt auch ein bisschen dauern. Wenn ihr Bock habt, das nochmal zu sehen, wie das bei der Xbox direkt funktioniert mit der App, wie man das einstellen kann, vor allem wie das mit der Beleuchtung dann sein wird. Aber ich habe wirklich, Real Talk, Leute, den Controller werde ich auf jeden Fall behalten. Der ist wirklich top. Okay, Leute, wir werden es auf jeden Fall im nächsten Video nochmal ausprobieren. Das ist echt krass. Also, ich bin echt gespannt, wie das sich beim Zocken anfühlt, der Controller. Aber das ist wirklich auch richtig rutschfest, ne? Also die Oberfläche hier, die gefällt mir auch mega gut. Ah, das ist geil. Und der Steuerkreuz. Digga, das ist gut. Mega. Ich bin gespannt. Wenn ihr Bock habt, guckt noch ins nächste Video rein. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus. Wir sehen uns dann. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.